Oh moin, sagt die größte Leute. LS 22, Wild West, 16-fach. Ja, hatte mir die Tage eine 64-fach-Karte angeguckt. Ja, das ist dann auch einfach nicht mehr schön, weil die ja nicht gestalterisch detailliert sind oder so, sondern einfach nur groß sind. Ne? Ich meine, 16-fach-Karte ist schon furchtbar groß und jetzt stelle ich mir gerade den Autosave bei einer 64-fach vor. Da hängt es ja irgendwie 5 Minuten dann wahrscheinlich. Wenn du dein Autosave auf 15 Minuten eingestellt hast, kannst du 15 Minuten spielen. Dann musst du 5 Minuten speichern, dann kannst du wieder 15 Minuten spielen, dann musst du wieder 5 Minuten speichern. Ja, und da auf einer 64-fach-Karte sind ja schon fast Felder, wie hier das übertrieben große Feld 17, sind ja schon Standardfelder dann auf einer 64-fach-Karte. Aber zeigt, was theoretisch alles möglich wäre. Aber wie gesagt, ist nicht gut spielbar, meiner Meinung nach. Und für mich wäre es nichts. Die 16-fach ist wirklich schon grenzwertig. Aufgrund der langen Speichergeschichten. Und ohne Autosave will man ja irgendwie auch nicht, weil sonst ärgert man sich nachher. Dass, wenn es dann doch mal abstürzt, man 2-3 Stunden Spielzeit verloren hat. Aber bei einer 64-fach würde wohl auch hier, bei den großen Feldern, würde eigentlich so Flugzeuggeschichten Sinn machen, ne? Mit Flugzeugspritzen und so. Ja, wir wollen heute zum Dreschen kommen. Nicht mehr lange, denn ne, wir machen jetzt eigentlich nur noch schnell diese Bahn hier zu Ende. Dann müssen wir die Drescher vorbereiten. Der Düngerstreuer, der eine muss vielleicht nochmal umgesetzt werden oder aufgefüllt werden. Damit wir den Rest auf jeden Fall auch schaffen. Ja, die Thüringen, glaube ich, die ist ganz gut gestaltet. Ne? Ich kenne die an sich nicht, aber ich habe mal irgendwo Bilder davon gesehen. Da ist, glaube ich, sind ganz gute Details drin. Ne? Einen großen Haufen.
Hallo? Hallo. Was machst du da? Schon mal ein Stück zur Seite fahren oder vorfahren oder. Ja, bist du auf dem Ballen drauf oder wie? Neu. Ein erster Punkt. Und viel Spaß. Kaffee leer, schade. Dann Wasser, Prost. Ja, Musik. Hast du Radio an? Hast du? Du hast ja keine Kopfhörer auf, also hörst du auch nicht. So, hier wollen wir jetzt mal gleich mal loslegen. Ich glaube, der Düngersteuer ist leer und will gerade wieder nach Hause fahren zum Auffüllen. Nur ich glaube, jemand hat so viel Mineraldünger verkauft. Na toll. Wegen mir haben wir jetzt nichts mehr. Und der ist ja schon wieder im Vorgewende. Das war dann schon mal gemacht. Sieht schon ganz gut aus, würde ich behaupten, auf dem Feld. Kuschelbedürftige Düngerfahrer, ja. Brauchen wir ein bisschen Nachschub, halt gehofft, dass er da vielleicht ein bisschen was kriegen kann. Ich hab nix.
Ja, mal gucken, wie wir Dünger überhaupt noch haben. Ja, doch 82. Düngerstation 38 und auch bei der Düngerherstellung haben wir noch genug. Hofdüngerladen können wir da mal nehmen. Ja, den brauchen wir aktuell einfach nicht. Ich weiß gar nicht, was hier drüben gedacht ist bei dieser Fläche. Das ist ja eine riesige Fläche. Was soll man hier hinbauen? So groß wie eine Standardkarte gefühlt. Diese ganze Fläche hier. Wein? So, wir haben ja gesagt, wir fangen an zu dreschen, also fangen wir jetzt auch an zu dreschen. Ja. Genau, dann müssen wir uns erstmal hier einen Kursplay kalkulieren. Mit 6 Fahrzeugen, ich weiß gar nicht, ob das ging, ich glaube ja. Alle müssen auf Strohablage. Wir brauchen ja auch dringend Stroh. Dann können wir hier irgendwie 27.000 Ballen pressen. So, das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Wir wollen ja auch schön in Reihe haben. Das heißt, wir werden ein bisschen vorfahren und dann sehen, dass wir erstmal alle 6 mit Kursplay versorgen, richtig einstellen alles. Und dann schicken wir die dann praktisch erst los. So, 39. Wir sind insgesamt 6 Fahrzeuge. Ne, 5 geht nur. Ah, wir ätzen, man darf nur 5 Fahrzeuge. Ja, können wir eigentlich erstmal mit 5 arbeiten. Und 2x3 nehmen. Dann müssen wir die Flotten aufteilen. Hm? Ja, machen wir 3 und 3. So, Kurs speichern. Was kann der nur? Lies doch mal, steht doch links und nicht. Z, Z hat das nichts zu tun. Nicht gegen Z mit Komma. F39. Komm her. Geh doch nicht gleich ab immer. F39. Raschen. So. Ja, da muss er eigentlich am ersten anfangen. So, bei dem ist es 4 Stunden 38 dauert das. So, dann lassen wir hier erstmal stoppen. Stopp. Dann kommt er auf den nächsten. Holst du den nächsten? Ich stelle ein. So, wir können erstmal nur mit 3 arbeiten. Die anderen gehen in eine Reihe rein. So, dreschen. 39. So, habe ich das jetzt mit Düngen reingespeichert? Den ja gespeichert. Bei Gras.
Ja. Ich muss den Kurs jetzt erstmal einstellen. Nee, den wollte ich kurz. Kannst du mal einen Überladewagen nehmen, bitte? Kurs laden. Zurück. Zurückpunkt. Nächste. Reifen fest und der macht weg. Der ist doch. Der eine Spur viel zu weit weg. Du verfolgst sie denn erstmal hier? Ich will mich hier vorne die nächsten drei schon mal so halbwegs richtig hinstellen. Nee, die drei anderen. Drei. Wegpunkt finden. Okay, soweit ist links 1. Schwadmähen wird gehen, aber wollen wir gar nicht. Das ist zeitlich nicht machbar. Das ist so schon, ne, das Feld ist so schon riesig. Keinen Fall würde ich das Schwatt nehmen. Warte mal, ich kann einfach so nehmen, den nächsten. Und nachher noch viele weitere Hektar zu ernten. Gut, die nächsten Felder sind nicht mehr so übertrieben groß wie das, klar, aber trotzdem groß. Die nächsten drei würden wir auch gleich erst einstellen, wenn wir da drüben sind, wegen Vorgewende passend. Aber in der Zwischenzeit kann ich noch den Düngerstreuer nochmal holen und gucken, dass der Rest gedüngt wird. Und dann mal gucken, wie gut wir hier mit 6 Meter schon zu zweit zurechtkommen. Auf jeden Fall eine schöne Aktion. Ja, Mais ist auch ertragreicher, ne? Der ist zwar auch gut ertragreich, einfacher wäre es jetzt, wenn es Raps wäre, ist klar.
Gerste. So, die werden jetzt auch logisch alle richtig eingestellt hier, aber macht keinen Sinn, die jetzt loszuschicken, weil mein Sohn kann nicht 6 Meter abfahren. Das ist zeitlich gar nicht machbar. Und ich wollte jetzt gucken, wo der Düngerstreuer ist. Also, du hast da 3 bei dir. Auf die kümmerst du dich. Die anderen sind woanders. Nee, die stehen da in der Mitte. Die wollen gleich rüberfahren, aber dafür muss das Vorgewende erst ein bisschen weiter sein. So, der kommt gerade fertig. Ja, fertig mit. Hä? Der hat ja nur vorne Dünger reingemacht, der trottlige Abfahrer. Oh Gott, das ist ernsthaft. War schon mal beim Hof und dann kommt er hier wieder und hat nur vorne in den Tank ein bisschen reingemacht. Biri, danke für den Follow, moin. Jetzt fängst du doch aber mit den Beeten außen an, oder? Wir machen ein Vorgewende, das ist ein ganz normales Beet und danach machen wir Beete in der Mitte. Das ist aber egal, weil der setzt ja dann über und die, die jetzt durch das Vorgewende fahren, die landen dann ja irgendwo da bei denen, die wir jetzt gerade losstarten haben. Das ist also total Rumpe. So, ich lade mal hier den Dünger ab. Dann laden wir das hier drüben schnell rein. Auffüllen oder so. Da macht den gar nicht leer, ne? Na. Auf der Seite liegen geht's. Super. Ist einfach nur abwechselnd. Wenn du gut voll bist, zu Maser bin. Ja, dann fahr ein Stück zurück. Oder nimm dir erstmal raus, dass wir näher beieinander sind. Kannst du zurückfahren. Ja, immerhin ich habe 9000 Liter Dünger. Reicht natürlich leider noch nicht für alles, aber das heißt nichts. Wie gesagt, ein bisschen näher zusammen. Ja, doch. So, wird er jetzt mal los. Ich wollte noch Inhalt speichern, natürlich nicht. Wieder typisch Autosave. Ja, macht doch nichts. Ist doch egal. Dann steht der Prozess ja nicht voll. Ne? Ich sitze nicht mehr mit Pause. Jetzt heißt es abfahren.
Draußen Schiefer und Dauerring? Nö, bei uns geht's eigentlich. Ein bisschen südlicher oder nördlicher ist bisher das überwiegend vorbeigezogen. Bei uns hat es echt nicht geregnet. Nur ist ein bisschen Wettergrenze hier. So, der Düngerstreuer ist losgefahren, tut auf jeden Fall was. Dann wollte ich jetzt vom Hof noch die beiden Challenger-Abfahrer holen. Ich glaube, die können wir sonst auch aktiv abfahren lassen. Als Unterstützung. Weil wenn wir denn doch zwischendurch im Überladewagen Richtung Mazabin unterwegs sind, glaube ich, kann ich schaden, wenn wir die hier noch haben und die komplett fahren. Das heißt, Drescher abfahren auf Feld 39. Das Ganze kommt dann erstmal ins Hofsilo. Hof. Was ist denn das? Hofsilo laden? Ich glaube, das geht, ne? Und mit dem auch. Keine Potenz. Macht doch nichts. So, 39. Ich hab schon sagte, ist ja nicht schlimm. Aber so kriegst du nicht besonders viel mit. Jetzt fährt er doch mal an dir vorbei. Muss er rechtzeitig umdrehen. Dass er jetzt nicht da so weit rückwärts fahren kann. Hof, Werkstatt, Platz, Platz, Solar. Mal gucken, ob es geht. Kann sein, dass er nicht weit genug fährt. Aber dann hätten wir da auf jeden Fall zwei Abfahrer nochmal mit am Start. So, du kannst da nicht mehr weiterkommen, oder? Willkommen in Ihrem Class. Da loslegen sollen, sobald wir jetzt hier. Ich musste nur den Düngerstreuer erstmal noch regeln und jetzt wollte ich die drei eigentlich starten, damit wir da loslegen können. Böglund tribbelt ein bisschen. Ja, es war auch, wie gesagt, auf dem Wetterradar zu sehen, dass da doch einige Schauern hier unterwegs sind und auch, wie gesagt, bei uns sind sie überwiegend beigezogen. Gut, dann kannst du nicht so eine Kurve rasen. Und so nicht mit dem Aussteigen. Starker Bauer und Kim.
Ja, der kann aber noch nicht fahren, solange der LKW da im Weg steht. Ja, der würde uns helfen auf dem Feld eigentlich. Ist ja eigentlich zum ersten von dir aus gesehen. Da habe ich beide gerade leer gemacht. Der erste steht hier oben in der Ecke. Möchtest du jetzt tanken fahren? Ich würde sagen, legen wir noch eine Dresch-Folge dran, machen jetzt eine kurze Pause, bis zur nächsten Folge. Ne? Bis dann, vielen Dank und tschüss.